Dankeschön. Du wirst eine brillante Wissenschaftlerin und machst eine große Uni-Karriere. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und gebe euch den Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Institut war ein Anruf für dich. Ist was passiert? Das evangelische Kirchenamt. Du sollst so schnell wie möglich zurückrufen. Notfall, irgendein Pastor mit Herzattacke oder so. Du sollst ihn vertreten. Das ist nicht wahr, oder? Jahrelang suche ich eine Stelle als Pastorin und sie kommt, sobald ich einen festen Job an der Uni habe? Hast du gesagt, dass ich nicht interessiert bin? Natürlich nicht. Du hast doch noch 3 Wochen Urlaub. Vielleicht möchtest du die ja als Pastorin verbringen. Nee. Das Thema Pastorin ist für mich endgültig abgehakt. Skål! Siehst du sowas von unverschämt gut aus? Ich habe endlich die Forschungsstelle an der Uni bekommen. Super, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ist Markus da? Ja, aber der ist noch in der Besprechung. Ach, wir sind zum Essen verabredet. Wird sicher gleich fertig sein. Kannst mir die Blumen geben, ich stelle sie schnell ins Wasser. Danke. Eine schöne große Terrasse. Ja, vor allem mit wunderbarem Seeblick. Hey, ich wollte nur sagen, ich warte draußen. Mia, ich, wie spät ist es denn? Ich bin Hannes Peterson. Gut, dass Sie kommen. Herr Niebuhm ist wirklich keine große Hilfe. Hm? Herr Peterson? Vielleicht sind Sie ja in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Nein, ich mische mich nie in seine Arbeit. Aber das wird doch auch Ihr neues Heim. Wie bitte? Herr Peterson, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Moment. Mia, ich muss dir erklären, ich... Das ist alles nicht ganz Beide Objekte sind absolut gleichwertig. Jeweils 5 Zimmer, Sauna, Hot Tub, großer Garten. Mir, ich. Wir ziehen um, Markus? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal Hände waschen. Das sind sehr schöne Häuser, Markus. Ich denke, Hannah und du werdet dort sehr glücklich werden. Ich habe wirklich versucht, es zu beenden, aber... Was bin ich nur für ein Idiot? Ich dachte wirklich, ihr hattet Schluss gemacht. Tut mir leid. Du bist so ein Feigling. Wann wolltest du es mir denn sagen? Am Tag deines Auszugs. Und ich habe wirklich geglaubt, wir hätten noch eine Chance. Naja, ist jetzt auch egal. Mach's gut, Markus. Mia, du bist eine tolle Frau, aber... Das hatten wir schon alles. Erinnerst du dich vor einem Jahr? Da sagtest du mir, Hannah sei nur eine Affäre. Und ich bin deine Frau. Ich war deine Frau. Jetzt renn doch nicht einfach davon. Ich bin ein paar Tage weg. Und wenn ich wiederkomme, dann solltest du ausgezogen sein.
hier ist Mia Rosenblum. Sie hatten angerufen wegen der Pastoratsvertretung? Ich mache es gern. Danke. Können Sie mir sagen, wann hier die nächste Fähre kommt? Da kommt keine Fähre. Keine Fähre? Nein, tut mir leid. Die letzte Fähre ist hier vor 25 Jahren gefahren. Vor 25 Jahren? Hier, aber auf dieser Karte steht... Ja, da müssen Sie eine alte Karte erwischt haben. Was? Ja, stimmt schon. Hier gab es mal eine Fähre. Und das ist das alte Fährhaus. Aber irgendwann wurde die Straße geschlossen. Ja, und wie komme ich jetzt auf Liljeham? Ja, ganz einfach, Sie fahren über die Brücke. Ist nur ein paar hundert Meter weiter. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag auf Liljeham. Danke. Da fehlt leider eine Heiligenfigur, unser St. Göran. Ich bin Solveig Haselroth. Kann es sein, dass Sie Mia sind? Mia Rosenblum? Ja, es freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Haselroth. Mich auch. Sie spielen wunderbar. Es ist bestimmt die Freude. Ich konnte meinen Mann heute aus dem Krankenhaus nach Hause holen. Ach, dann geht's ihm also besser. Er ist noch ein bisschen schwach. Aber zu Hause wird er sich schneller erholen als im Krankenhaus. Leider hat ihm der Arzt verboten zu arbeiten. Ja, deswegen bin ich ja jetzt hier. Eine schöne Kirche. Nur eben fehlt unser St. Göran. Das ist eine Skulptur aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist das Wertvollste, was wir überhaupt hier in der Kirche haben. Sie wurde ein Opfer des schweren Sturms im letzten Frühjahr. Sie ist schwer beschädigt worden. Ja, kann denn die Figur nicht restauriert werden? Natürlich kann sie das. Aber dafür braucht man Fachleute. Und da kommen nur ganz wenige in Frage. Du und dein Heiliger.
Also ein bisschen besessen ist er da ja schon. Ich hätte ja längst einen Sachverständigen kommen lassen und der hätte dann... Unser St. Göran ist ein richtiges Kleinod, an dem man nicht irgendeinen abgebrochenen Kunststudenten ranlassen darf. Nein, es gibt nur einen, der für diese Arbeit in Frage kommt. Paul Lagfeld. Schon mal was von ihm gehört? Nein, tut mir leid. Und was ist mit ihm? Er ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Hier, wenn Sie wollen, kann ich mal in meinem Freundeskreis nachfragen, ob da jemand einen guten Restaurator kennt. Oh, entschuldigt mich bitte. So, weg, Hasselroth, St. Göran-Gemeinde. Oh nein, das tut mir leid. Gott sei Dank ist gerade Toris Vertretung angekommen. Ja, natürlich kommt sie. Auf Wiedersehen, Jan. Der alte Larsson. Aber diesmal scheint es wirklich ernst zu sein. Jan Brodersson hat gerade angerufen, ist auf dem Weg zu ihm. Per Larsson liegt im Sterben. Seine Enkelin sagt, er möchte gern noch einmal seinen Pastor sehen. Ich fahre selbstverständlich hin. Wie komme ich denn zu ihm? Der Notarzt nimmt Sie mit. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo er Sie abholt. Pastor Hasselroths Gemeinde ist flächenmäßig eine der größten in Schweden. Auf jeden Fall dürfte sie die mit den meisten Bootsanlegestellen sein. Und wo ist das nächste Krankenhaus? Ich meine, richtig krank dürfen die Leute hier nicht werden. Das werden sie auch nicht. Im Prinzip lebt hier ein ziemlich gesunder Menschenschlag. Das sieht man zum Beispiel auch an dem alten Per Larsson. Mindestens zweimal im Jahr fahre ich zu ihm raus, weil er sagt, dass er im Sterben liegt. Ich bin sicher, dass er auf seiner Insel noch 100 wird. Naja, Seeleute. Mit allen Wassern gewaschen. Und mit Wikingerblut in den Adern. Weihnachten ist eine Insel? Ja, mit einem kleinen Leuchtturm drauf. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, wir haben ja nur etwa 30.000 Inseln. Hey, Jan! Hey, Stina! Das ist Mia Rosenblum. Sie vertritt den Pastor. Hey, hey! Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Mein Großvater hat ausdrücklich nach dem Pastor verlangt. Hoffentlich will er dich überhaupt sehen. Ich untersuche ihn gleich. Okay. Großvater! Muss dich wieder hinlegen. Ich hab das Boot gehört. Ich werde doch meinen Pastor nicht im Bett empfangen. Wo ist er denn? Tore ist krank, er kann nicht kommen. Der ist krank? Ja. Aber hier, das ist seine Vertretung. Pastorin Rosenblum. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Larsson. Ja, ich bin auch. Sie sind ja viel hübscher als der Pastor. Willkommen auf Weihnachten. Wollen Sie was trinken? Stina, mach Kaffee. Aber das geht doch nicht. Jan und die Pastorin sind doch nicht zum Kaffeetrinken den weiten Weg hier rausgefahren. Ja, tut mir leid, aber heute sterbe ich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich gut. Vielleicht ist es der Ostwind. Der Ostwind hat mir immer Glück gebracht, weißt du, Mädchen? Ja. Wo? Gut. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, bis gleich. Das ist ein Notfall, ich muss weiter. Du brauchst mich ja nicht, oder? Fahr nur, bevor du zu spät bist. Also gut, dann pass auf dich auf, Pia, ja? Mir, kommen Sie? Nein, Doktor. Du kannst ja gehen, aber die Pastorin, die brauche ich noch. Ja, wer weiß, ob ich nicht doch noch vor den Herrgott treten muss heute. Aber Großvater, wie soll sie denn nach Hause kommen? Mit meinem Boot natürlich. Du kannst doch ein Boot lenken, Pastore. Ja, ich habe sogar einen Bootschein. Und gute Seekarten haben wir auch für dich. Also, fahr dann los, Jan. Na gut, ich verlasse euch jetzt. Und du, Pastore, komm jetzt endlich ins Haus. Sie haben es wirklich schön hier, Herr Larsson. Dieser weite Blick. Sag ruhig, Per, zu mir. Du wirst es wahrscheinlich noch öfters mit mir zu tun haben, bis ich endlich gehe. Ein alter Sünder wie ich braucht viel Zuspruch, wenn er sich auf den Weg ins Jenseits macht. Ich komme sehr gerne, Per. So, das ist für dich, Mia. Alles selbst gebacken. Was? So ist das hier bei uns. Die Menschen freuen sich, ihren Pastor zu sehen oder noch besser die Pastorin.
Und das ist ihre Art, ihre Freude auszudrücken. Du wirst ihnen die Freude doch nicht trüben wollen. Nein. Es sieht sehr lecker aus, danke. Wenn ich länger hierbleibe, werde ich eine Tonne. Was soll das heißen, wenn ich länger hierbleiben würde? Du wirst hierbleiben. Lass es dir von mir gesagt sein, du gehörst hierher. Ich spüre das. Ich bin hier nur zur Aushilfe. Gefällt es dir nicht? Doch. Na also, gibt's keinen Grund, wieder wegzugehen. Ich danke dir vielmals, Mia. Mein Großvater war schon lange nicht mehr so gut drauf wie heute. Schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das ist doch selbstverständlich. Damit uns nicht verloren geht. Komm gut nach Hause. Gut. Grüß deinen Großvater nochmal von mir. Er ist wirklich sehr liebenswert. Mach ich. Was machst du denn hier? Mitten in der Nacht. Wenn ich nicht schlafen kann, ist das eine Sache. Aber du bist jung und gesund. Du brauchst deinen Schlaf. Mia ist noch nicht zurück. Fange an, mir ein bisschen Sorgen zu machen. Ach, Liebes. Das ist doch wieder mal typisch für dich. Kaum bin ich aus dem Gröbsten raus, da suchst du dir schon jemand anderen, um den du dir Sorgen machen kannst. Aber vollkommen unnötig. Diese jungen Großstadtfrauen. Die kommen sehr gut zurecht. Großstadtfrauen, wie du das sagst. Magst du sie nicht? Also, ich finde sie sehr nett. Nett, ja, aber eine Pastorin, die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Würdevoller. Vielleicht. Auf jeden Fall älter und nicht so hübsch. Ich habe nur gehofft, die schicken mir jemanden, der mal mein Nachfolger werden könnte. Und du glaubst, das kann sie nicht? Na, erstens hat sie ja wohl eine Anstellung an der Uni in Stockholm. Und zweitens, nein, wirklich. So habe ich mir meinen Nachfolger ganz bestimmt nicht vorgestellt. Hallo? Hey. Du bist ja ein Schöner. Hast du dich auch verirrt, hm? David! Hey. Sie sind das. Wir kennen uns vom Fährhaus. Erinnern Sie sich? Ja, stimmt. Gott sei Dank, dass ich Sie treffe. Ich habe mich verirrt. Ja, das kann einem hier leicht passieren. Können Sie mir weiterhelfen? Ich wohne auf Liljeham, bei Pastor Hasselroth. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Natürlich. Ich kann Sie hinfahren, mit meinem Jeep. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber mein Boot liegt da am Steg. Ich würde es ungern hier lassen. Es gehört Per Larsson. Das klaut schon keiner. Es ist zu gefährlich, jetzt im Nebel mit dem Boot zu fahren. Lassen Sie uns den Wagen nehmen. Geben Sie mir die Hand, sonst rutschen Sie mir noch aus.
Levitt! Da sind wir. Es ist so komisch. Da hatte ich tatsächlich die richtige Insel gefunden, nur am falschen Ende. Wenn man bedenkt, dass es hier tausende von Möglichkeiten gibt. Sie meinen, ist es kein Zufall, dass ich ausgerechnet bei Ihnen gelandet bin? Naja, ich bin sehr froh, dass Nivid mich aufgespürt hat. Ich heiße übrigens Mia. Mia Rosenblum. Ich vertrete den Pastor, solange er krank ist. Ach, Sie sind Pastorin? Nur zur Aushilfe. Ich arbeite an der Uni in Stockholm. Und Sie? Wohnen Sie schon immer auf der Insel? Seit ein paar Jahren. Na dann. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich meiner angenommen haben. Meiner verirrten Seele. Ich heiße Eckham. Patrick Eckham. Gute Nacht, Mia. Gute Nacht, Patrick. Passen Sie auf sich auf. Hallo? Was willst du? Reden? Das ist ja wohl nicht wahr. Wenn ich dich erinnern darf, hast du die Beziehung beendet. Ich wüsste nicht, was es da noch zu reden gibt. Nein, du brauchst sicherlich nicht zu kommen. Ich wüsste nicht, wieso. Hör zu, lass es einfach, okay? Doch noch nach Hause gefunden. Ja, ich hatte mich nur ein bisschen im Nebel verirrt. Aber dann kam so etwas wie ein guter Ritter und brachte mich zurück auf den richtigen Weg. Ich weiß, Patrick Eckham. Du bist noch nicht mal einen Tag hier und lernst schon Patrick Eckham kennen. Der ist etwas seltsam. Seltsam ist aber nicht das richtige Wort. Er ist scheu. Oder besser zurückhaltend, genau, zurückhaltend. Zurückhaltend? Also da lebt einer mitten unter uns und vermeidet jeden Kontakt. Wir wissen so gut wie nichts von ihm. Er hat sich nicht vorgestellt, hat nicht mit den Leuten geredet. Er ist ein komischer Kauz. Auf jeden Fall hat er mich letzte Nacht nach Hause gebracht. Und das war sehr nett. Und er sieht gut aus. Er hat so was. Ich mag das ja. Männer mit Geheimnissen. Ach ja? Mia, was ich sagen wollte, soll ich dich ein bisschen herumführen, dich mit den Leuten hier bekannt machen? Und ja, und dann muss das Boot zu den Larsons zurückgebracht werden. Eins nach dem anderen, Liebes. Zuerst sagst du ihr, was sie zu tun hat, und dann erklärst du ihr, mit wem sie es zu tun hat. Hey!
Entschuldigung, dass ich Sie so überfalle. Aber ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Ich hoffe, Sie mögen Kuchen. Ja, gerne. Schoko-Mandelkuchen, meine Spezialität. Ehrlich gestanden, es ist der einzige Kuchen, den ich backen kann. Das ist ja wie Rotkäppchen. Sie kennen sicher das Mädchen, das in den Wald ging, um seine Großmutter zu besuchen. Ja, nur dass es hier keinen bösen Wolf gibt, der mich frisst, sondern der gute Snöwe, der mich rettet. Ja, also danke für den Kuchen. Das wäre nicht nötig gewesen. Tja, ich habe leider keinen Kaffee dabei, aber vielleicht hätten Sie einen im Haus, dann können wir den Kuchen zusammen essen. Ich meine natürlich nur, wenn Sie ihn nicht alleine essen wollen. Ich habe auch keinen Kaffee im Haus. Sie ist mir heute Morgen ausgegangen und ich habe es gar nicht geschafft. Also, ich bin nicht dazu gekommen. Nein. Ich bin dann auch schon wieder weg. Wenn Sie mir nur noch die Stelle zeigen könnten, wo ich das Boot gestern gelassen habe, das wäre nett. Ja, natürlich. Ich werde erstmal die Mädels versorgen. Aber zuerst bringe ich den Kuchen ins Haus. Hab keine Lust, ihn mit den Hunden zu teilen. Gott, warum muss ich mich immer so Bescheid anstellen, wenn es drauf ankommt? Es ist wirklich schön hier. Ein bisschen einsam, oder? Au! Ich hatte doch gesagt, Sie sollen... Du sollst auf dich aufpassen. Da ist es. Komm, Snövit. So. Danke fürs Herbringen. Hättest du nicht Lust, ein bisschen mit rauszufahren? Ich könnte, weiß Gott, einen Lotsen gebrauchen. Das schaffst du alleine. Fahr immer nur am Ufer entlang, dann kommst du automatisch zum Hafen. Bis bald. Snövit? Hep. Komm. Komm. Hey, Pastorin! Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und gebe euch den Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mia macht das wirklich gut. Und die Leute mögen sie. Und sie hat ein großes Herz. Ich weiß, dass du sie magst, Liebes. Sie könnte unsere Tochter sein. Weißt du, Tore, du wirst den Arzt ernst nehmen müssen. Du darfst dir die Arbeit nicht mehr zumuten. Nicht, bevor der heilige Göran wieder dasteht, wo er hingehört. Das duftet ja wunderbar. Ja, es gibt Fische, gefüllt mit geheimnisvollen Kräutlein aus Solweisgarten. Wir kriegen Besuch von Patrick Eckern. Ach, was er wohl hier will? Herr Eckern, schön, Sie zu sehen. Hallo, ich war gerade in der Nähe und da dachte ich, ich bringe mal schnell den Teller zurück, von dem Kuchen. Danke. Hey. Hey. Der schmeckt richtig gut. Der Kuchen. Sagen Sie, Herr Eckern, wollen Sie nicht zum Essen bleiben? Das war wirklich ausgezeichnet, meine Liebe. Ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Aber ich muss zugeben, ich bin ein lausiger Koch. Es macht aber auch keinen Spaß, wenn man ganz alleine isst. Und da würde ja sogar ich das Kochen aufgeben. Sie wissen, was das bedeutet. Suchen Sie sich schleunigst eine Frau. Tore. Entschuldigt mich bitte. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank nochmal für die spontane Einladung. Und kommen Sie auch mal in die Kirche. Ich glaube, Patrick muss jetzt wirklich gehen. Ja, ich muss. Pastor, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Frau Hasselroth. Moment mal. Wiedersehen. Schön, dass du da warst. Ja. Pastoren sind immer im Dienst. Ich mache uns einen Kaffee, hm? Ach, dein Schlüssel. Patrick!
Dein Schlüssel. Ja, also, wenn wir in Stockholm wären, dann würde ich dich jetzt fragen, ob du Lust hättest, mit mir heute Abend ins Kino zu gehen. Das hätte ich ganz sicher. Tja. Ehrlich gesagt, ich war schon lange nicht mehr in so einer Situation. Ich weiß nicht, was. Vielleicht nachts mit dem Boot aufs Meer rausfahren. Ach, du hast noch dein Fahrrad bei mir. Ich weiß. Mia? Du möchtest bitte rausfahren. Paula Sabi hat ein süßes Baby und will jetzt mit dir über die Taufe reden. Du kannst gleich Tores Boot da nehmen. Ja, natürlich gerne. Wie komme ich denn zu ihr? Das ist ein bisschen kompliziert. Patrick, Sie kennen doch den Weg. Können Sie Mia nicht begleiten? Es tut mir leid, aber ich habe einen wichtigen Termin. Der Tierarzt kommt, die Hunde impfen. Schade. Ich finde es auch sehr schade, aber es geht nicht. Also mir wäre schon wohler, wenn Mia da nicht alleine rausfahren würde. Das ist doch kein Problem. Es tut mir leid, aber es geht wirklich nicht. Wiedersehen. Wie komme ich denn zu ihr? Nein, nein, ich lasse dich da auf keinen Fall allein fahren. Weißt du, Mia, ich würde gerne wissen, was da ist mit diesem jungen Mann. Tore ist ein Bootsnarr. Manchmal glaube ich, er hat die Stelle hier auf Liljeham nur angenommen, damit er recht viel auf dem Wasser sein kann. Oder sogar muss. Er hat diese Fahrten zu seinen Schäfchen geliebt. Er ist ein wunderbarer Pastor. Die Leute lieben ihn. Und er liebt sie. Er wird bestimmt wieder gesund. Ich weiß, was der Arzt gesagt hat. Er muss mit seinen Kräften haushalten. Er wird nie mehr auf eine Kanzel zurückkehren können. Und selbst wenn er wieder gesund wird, dann wird es nicht mehr so sein, wie es einmal war. Es macht ihm große Sorgen, dass er noch keine Nachfolger hat. Oder eine Nachfolgerin. Max, was machst du denn hier? Warum hast du nicht angerufen? Jetzt sag nicht, dass du dich nicht freust, Bruderherz. Ich dachte, ich sehe mal nach dir, bevor du hier ganz zum Einsiedler wirst. Aber das tust du offensichtlich gar nicht. Oder hast du diesen köstlichen Kuchen hier etwa selber gebacken? Du siehst sehr viel besser aus. Ist okay. Okay ist nicht gut. Ich habe mich gefragt, ob es ein Fehler war, dir das Haus zu überlassen. Ich meine, du solltest dich nicht so vergraben. Du musst mehr unter Leute. Ich hab doch gesagt, es ist okay. Und deshalb habe ich beschlossen, die Hütte zu verkaufen. Was? Ja. Da musst du was tun. Da bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich hab doch gerade alles renoviert. Ich meine, du hast mir gesagt, ich kann hier bleiben, solange ich will. Jetzt hör mal zu. Du hast Schweres durchgemacht, sicher. Es ist klar, dass man nach so einer Katastrophe erstmal nichts mehr von der Welt wissen will. Aber ich weiß, das klingt banal. Das Leben geht weiter. Ich weiß auch, dass du nie aufhören wirst, dir dafür die Schuld zu geben, was deiner Frau und deinem Kind passiert ist. Aber sie haben nichts davon, wenn du dein Leben wegwirfst. Tu ich nicht. Ich führe jetzt ein anderes Leben. Mein altes Leben war zu Ende. An dem Tag, als Timmy ertrunken ist. Als ich in seine Augen gesehen habe und ihn nicht retten konnte. Ein anderes Leben? Du hast einfach alles aufgegeben. Dein Beruf, deine Interessen, deine Freunde, deine Kollegen. Du hast dir von niemandem helfen lassen. Wie soll mal jemand helfen, der seine Frau und sein Kind verliert? Wie soll das gehen? Glaubst du, Emma hätte das gewollt? Dass du hier im Wald wie ein Einsiedler lebst und Hunde züchtest? Glaubst du wirklich, sie hätte das gewollt? Emma hat dich geliebt. Sie wollte immer, dass du glücklich bist. Aber ich habe mich nie darum gekümmert, ob sie glücklich ist. Das werde ich mir nie verzeihen.
Sie ist wunderschön. Wie soll sie denn heißen? Wir sind uns immer noch nicht einig. Rolf will Lotte und ich wäre mehr für Beate. Beate, die Glückliche. Ein schöner Name. Und was wünscht man seinem Kind mehr, als dass es glücklich wird? Wisst ihr denn schon, wann die Taufe stattfinden soll? Wir dachten in circa 4 Wochen. In 4 Wochen wird Tore die Taufe vornehmen. Da bin ich leider nicht mehr da. Das verstehe ich nicht. Per Larsson hat doch gesagt, dass du Tores Nachfolgerin wirst. Was hat Per gesagt? Ich meine, wir wissen doch alle, dass Tore mit seinen Kräften haushalten muss. Und da haben wir uns gedacht, dass du ganz gut zu uns passt. Mia, was Besseres wird dir nie mehr im Leben passieren, als dass sich eine Gemeinde dich als Pastorin aussucht. Ihr seid wirklich alle sehr nett zu mir. Ja, und sonst? Was möchtest du denn sonst noch hören? Könntest du es dir vorstellen? Hier zu leben? Ach, Solveig, das ist doch alles nicht so einfach. Ich habe jahrelang um diesen Unijob gekämpft. Außerdem habe ich eine Wohnung und Freunde. Und einen Mann. Nein. Wir haben uns getrennt. Das tut mir leid, Mia. Ist eigentlich ganz gut so. Wir hatten jahrelang nebeneinander hergelebt. Außerdem habe ich beschlossen, es als Chance zu sehen, was allerdings nicht heißt, dass ich auch den Rest meines Lebens umkrempeln muss. Hallo, Snövit! Na, Gute? Bis bald, Mia. Danke. Also, mach's gut. Wir telefonieren. Ja. Und nimm mir nicht übel, was ich gesagt habe. Ich mache mir halt Sorgen um dich. Ich weiß. Aber das musst du nicht. Ich komm klar. Ist gut. Aber das Haus verkaufe ich trotzdem. Wer ist denn das? Was ist denn mit Snövit? So zutraulich habe ich dir noch nie gesehen. Hallo, Mia. Hey. Ich würde gerne das Fahrrad abholen. Das ist Mia Rosenblum. Sie vertritt den Pastor für eine Weile. Mein Bruder Max. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Also mach's gut. Wir telefonieren. Ja. Mia? Max? Normalerweise ist Snövit sehr zurückhaltend. Es dauert lange, bis er einem so vertraut, dass er sich anfassen lässt. Wirklich? Bis jetzt gab's nur einen Menschen, den er so schnell akzeptiert hat. Ich habe Kaffee gekauft. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Stückchen von diesem hervorragenden Schokoladen... Mandelkuchen. Mandelkuchen im Haus. Dazu lasse ich mich gerne überreden. Und? Was macht Paulas Baby? Das ist ganz süß. Sie will es Beata nennen und er Lotta. Wird Mia sie taufen? Die Taufe soll erst in 4 Wochen sein. Na und? Ja, Mia wird dann wohl nicht mehr da sein. Was soll das heißen? Ich muss mich dann schon wieder an jemand Neuen gewöhnen? Sie hat ein Leben in Stockholm. Aber ich weiß, dass es ihr gut geht hier bei uns. Mia hat das Zeug für eine gute Pastorin. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das nicht ausnutzt. Wenn wir eine Tochter gehabt hätten, dann hätte sie sein sollen wie Mia. Das ist unfassbar. Ist dir das nicht manchmal zu viel? Ich meine, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Nein. Wieso bist du so allein hier, Patrick? Ich bin eben so ein Typ. Einzelgänger. Ich liebe die Einsamkeit. Außerdem brauchte mein Bruder damals jemanden, der auf sein Haus aufpasst. Entschuldige bitte, ich wollte nicht indiskret sein. Bist du nicht. Ich will einfach nicht über mich reden.
Du weißt doch, Männer haben damit ein Problem. Ja. Dabei würde es manchen von euch vielleicht ganz gut tun. Ich brauche das nicht. Geht schon mal vor, bitte. Ich komme gleich nach. Bis gleich. Markus. Hast du dir einen herrlichen Flecken Erde ausgesucht? Was willst du hier? Ich habe dir doch gesagt, dass es keinen Sinn hat. Mia, wir sind doch erwachsen. Lass uns einfach reden. Ich wüsste nicht, worüber. Ja, meine Güte, ich weiß. Ist alles meine Schuld. Aber ich habe nicht vergessen, was zwischen uns war. Wir haben uns doch... Ich meine, du kannst nicht einfach so davonrennen. Ich habe jetzt Konfirmandenunterricht. Wir treffen uns am Hafen in 2 Stunden. Da ist so ein kleines Fischrestaurant. Ja? Ja, danke, dass du so schnell zurückrufst. Ja, es geht um die Figur des heiligen Göran in Liljeham. Braucht dringend eine Farbanalyse. Also die Figuren, da bin ich sicher, die sind von Hermann Rode, ja? Aber der Göran, also die Bemalung,